Sobald er hier lang fährt, sobald er hier hinkommt, ist vorbei. Es gibt hier keinen Weg mehr zurück. Er darf also nicht hier lang. Mir darf nicht hier drauf kommen. Auch auf den darf er nicht kommen. Das heißt, das funktioniert so nicht. Ich kann. Ach, sowieso nicht, weil der den ja jetzt auch umgeschaltet. Wir werden hier wieder hochgefahren. So, jetzt fahren wir hier runter. Direkt. Und hier rein. Und kommen trotzdem hier in diese Kurve und trotzdem hier rum. Kommen trotzdem hier lang. Schalten jetzt hier den grünen um. Würden jetzt hier lang kommen. Hier runterfahren, hier runterfahren. Der berührt uns nicht. Der hier würden wir hier hochfahren. Hier würden wir da rumkommen. Die bleiben, wie sie sind. So. Der würde aber umgeschaltet werden nach oben. Wir würden wieder zurückfahren. Und zwar hier wieder lang. Würden wieder hier rumfahren, würden hier wieder rumkommen, gehen wieder hier runter, würden den wieder auf normal. Ach du Scheiße, das klappt glaube ich auch nicht, aber wir würden ziemlich viele Schalter hin und her legen. Jetzt fahren wir nicht wieder zurück. So, jetzt legen. Ach, ich glaube, scheiße, der hat den auch umgelegt, natürlich. Ja, na sicher, hat er den auch umgelegt. Ich habe es wieder nicht gesehen, dass er auch noch. Ja, klar, legt er den dann sofort auch wieder um und fährt gar nicht hier. Ach, Mann, ist das ekelhaft. Okay, wir fahren unten lang. Kommen hier lang. Vielleicht ist der Weg ganz einfach. Wir müssen ja nur. Ne, der stellt den aber dann nach oben. Hahaha. Das ist auch nicht. So, so würde ich hier lang fahren. Hier würde aber der jetzt nach oben gehen. Da würde ich jetzt hier oben lang fahren. Würde, wenn ich so lasse, wie es ist, hier wieder runterkommen. Würde ich hier wieder runterkommen und würde dann hier. Ach du Kacke. Ach du Kacke, ist das schwierig. Helf mir doch mal einer. Dieses Rätsel, das hat mich schon immer den letzten Nerv gekostet. Man kann das mit Logik lösen, ja, aber es ist trotzdem so viel Rumprobiererei. Es ist ohne Rumprobiererei nicht wirklich machbar. Und das ist so dieses Fiese an diesem Drecksding hier. Dann wird's hier unten langfahren. Wenn ich jetzt so mache, dann würden wir hier hochfahren. Dann, würden wir. Weil er hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier rum, hier diesen und dann kämen wir hier wieder zurück. Hier rum. Wenn er hier, wenn wir hier oben rumfahren und das ist blöd. So. Dann müssten wir. Rot umstellen. Was passiert, wenn wir hier rot umstellen? Passiert. Achso, wir fahren ja hier nach oben. Dann würden wir auch hier nach oben fahren. Ne, dann würden wir hier rüber fahren. Würden hier lang fahren. Würden hier lang fahren. Würden hier lang fahren. Dann wären aber hier die roten umgestellt und wir würden hier lang fahren. Gehen wir wieder zurück und kämen hier wieder lang. Vorausgesetzt, dass wir mit dem wieder. Ah ne, dann dürfen wir mit dem aber gar nichts umschalten. Also schalten wir hier den roten um und drehen das hier um. Dann würde sie hier rot bleiben, wie es ist. Und wir würden hier lang fahren. Zack. Wir würden hier rot umdrehen, dann würden wir hier wenden und kämen hier wieder zurück. Wir würden hier rot wieder zurückdrehen auf das, was wir jetzt haben. Kämen dann hier runter. Das funktioniert aber auch nicht. Das funktioniert auch nicht, wenn wir hier nochmal rum. Die folgenden Sendungen verschieben sich um ungefähr 2 Jahre.
fährt jetzt hier hoch, fährt hier lang, jetzt fährt er aber um, rot umgedreht hier rum. Und darum, aber hier immer noch geradeaus, hier immer noch da lang, hier immer noch hier. So, dann wäre rot an dieser Stelle aber korrekt. Dann müssten wir hier was anderes machen, sonst würden wir uns hier unser Rot verstellen. Aber da haben wir ja schon festgestellt, dass wir... nichts verstellen. Das funktioniert nicht. Das geht nicht, denn... wir dürfen hier keine Farbe verstellen, weil jede Verstellung falsch wäre. Jede Verstellung hier wäre dann in dieser Situation schlecht. Also hier muss das Grüne sowieso so rum, sehe ich gerade, wenn ich hier runterfahren will. So, dann würden wir hier geradeaus fahren. Würden wir aber hier hochfahren. Und würden hier wieder runterfahren. Und würden hier, dann hier, und das dürfen wir nicht. So, dann würden wir hier wieder hochfahren. Würden wir hier hochfahren, würden hier lang fahren, würden aber dann hier lang fahren. Kämen dann hier durch und würden hier nach oben fahren. Sobald wir hier nach oben fahren, haben wir verloren. Dürfen wir nicht. Also müssen wir den wieder runterklappen. Dann würden wir hier lang fahren, dann würden wir hier hochfahren, dann würden wir wieder hier lang fahren. Nee, Moment, würden wir nicht. Würden wir nicht, weil der ist ja, zeigt ja gar nicht mehr nach oben, der zeigt ja jetzt nach unten. Der ist ja schon hier umgeklappt. Das heißt, wir kommen hier rein. Der Rote legt den um. Wir fahren hier lang, wir fahren hier lang. Der Gelbe ist noch, wie er ist. Wir fahren hier wieder drüber. Das heißt, der Rote dreht sich dann wieder auf das zurück, was er war. Das heißt, wir fahren hier lang, fahren hier unten rum, fahren den Gelben lang. Der Grüne ist umgekehrt. Wir kommen hier... So, jetzt sollte alles stimmen. Was sagst du nun, Schätzchen? Nibbe, 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 nibbe. Oh, Rufus, du bist wirklich der Größte. Wie wahr, wie wahr. Aber wenn dir das schon gefallen hat, dann pass mal auf. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Ja. Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt. Ich messe auch etwas. Die Jungs? Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs? Es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte. Mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... So, genau, da unten schaltet er um, jetzt fährt er da hinten einmal im Kreis, schaltet hier die Roten um, damit er oben im Kreis fahren kann, kommt hier über den Gelben wieder zurück, schaltet den Roten wieder zurück, fährt deswegen hier den Bogen, da den Bogen und raus. Also, geht doch. Hey, ich lebe noch. So schnell kriegt man mich nicht klein. Badabab, man nennt ihn Rufus. Bam, bam, bam. Badabab, man nennt ihn Rufus. Bob, bob, bob. Rufus, Rufus. Badabab. Boah, und was für ein Ausblick. Die untere Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Siehst du das? Ich habe es... Upsi. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast, hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na, willst du lieber langweilig getragen werden oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Ach ja. Na, na, dam, dam. Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen, doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen.
Leponia, am Arsch der Welt mit der Traumfrau. Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach, dieser Klites ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Jawohl, und damit sind wir schon eine Stufe weiter. Wir haben Hebel, 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 Hebel. Wir haben natürlich die liebreizende schöne ich Goal. Ich habe sie auf ein Meer aus Rosen gebettet. Genauer gesagt, frittierten Rosenkohl. Ach ja, der Duft von altem Frittenfett. Wir haben ganz schön was durchgemacht, was? Ich wette, dein Verlobter ist nicht so ein Teufelskerl wie ich. Ach ja. Teufel trifft's genau. So, dann schauen wir mal, was wir hier alles haben. Wir haben verdächtige Lämpchen. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Götz. Wir haben einen Sardellenautomaten. Dynamit gefischt und sonnengetrocknet. Mhm. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Das hätte vielleicht geholfen. Mhm. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Ganz genau diese eine, ja. Lecker. So, Hebelchen. Achso, kann man nur drücken. Die Schalter verstellen die Lichter. Da 3 und auf der anderen Seite 1. Okay. Aha. 1 aus, 2 an. Ich komme der Sache näher. Upsi. Okay, Hebel 2 ist nicht mehr wichtig. 3 und 3? 6, oder? Und da drüben ist noch ein Hebel. Damit lässt sich der Geschmack der Zuckerwatte einstellen. Derzeit steht er auf geschmacklos. Sehr geschmacklos. Ich war hier schon mal. Als Kind. Mit meinem Dad. Ich bin ihm bis hierher nachgelaufen. Als er mich bemerkte, hat er sich so gefreut, dass er mir Zuckerwatte gekauft hat. Dann sagte er, ich soll auf ihn warten, während er das Hochboot nach Elysium sucht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Aber echt, hey. Das ist ein Regal. Das wirkt irgendwie deplatziert. Es schließt nicht mal mit der Wand ab. Ist korrekt. Hey, da scheint was dahinter zu sein. Was zum ein Stecker? Och nö. Nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch nicht sein. Da wird er von der Zuckerwattemaschine ausgelacht. Gut, okay. Mir war noch gar nicht klar gewesen, dass das nicht so wirklich funktioniert. Da haben wir auch das Problem schon gelöst, warum es nicht funktioniert. Wir können jetzt diesen Hebel ziehen. Jetzt steht er auf Calzone. Calzone. Na dann, okay. Jetzt steht er auf Phosphor. Lecker, Phosphor. Lassen wir mal so stehen. Da ist ein Kaugummiautomat. Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Gut, nehme ich. Ein Kaugummi, aber sofort. Was? Ich will ein Kaugummi. Oh. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Oh. Sehr schön, haben wir. Verdächtige Lichter. Gut, wir gehen mal weiter. Immer erstmal alle umschauen, was wir hier so haben. Da ist die Birne kaputt. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Ach, die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Ticket to the Candy Shop. So, Bahnhofshalle. Bahnhofshalle. Oh, da so weit wollte ich gar nicht. Ah, ist auch gut. Auch okay. Auf dem Mosaik sieht man winkende Menschen und ein Abschiedsfest mit Bratwürstchen.
Und ganz viel weißem Konfetti. Ach nee, das ist mein Kreislauf. Wenn ich mich zu sehr anstrenge. Ich brauche mehr Licht. Okay. Du hast eine Klappe. Und in dieser Klappe ist eine Nische. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Das einzige Licht hier hinten. Stopp, stopp. Nur Schlamm und Staub. Mehr kann ich nicht erkennen. Ich glaube, es gibt ein spezielles Werkzeug gegen Dreck. Zumindest meinte Toni mal irgend sowas in der Art. Da kann man zum Fahrstuhl gehen, wenn man mit der Pfeiltaste irgendwie halb aus dem Bild rausspringt. Ah, deswegen hätte man auch schon laufen können. Ah ja, ach guck mal. Öltarn. Tarnklappe, Tankklappe. Das ist eine Tarnklappe, deswegen kann man den Einfüllstutzen nicht sehen, weil sie getarnt ist. Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. Du Schlitzohr. Oh, Putzschrank. Nein, wie putzig. Hm, die Seife ist dreckig. Ha, was machst du jetzt, du aufgeblasener Hygieneklumpen? Genau. Ein Mob muss doch zu irgendwas gut sein. Ja, Ich sehe einen potenziellen Sturzhelm mit Propellerantrieb. Oder einen Blumentopf für schnell wachsende Riesenranken. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Mhm. Hola, ich sehe einen Eimer und einen, Mob, bitte. So, dann kannst du auch hier gerne mal das Kontrollkästchen benutzen. R, U, F, das war's nicht. Das vielleicht. R, U, ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Rufus hat den Groove, yeah. Ja, das werden wir vielleicht noch herausfinden, vielleicht aber auch nicht. Wir gehen wieder. Oh, eine Uhr. Da war eine Uhr. Du hast dir die Uhr nicht angeguckt. Guck dir gefälligst die Uhr an, bevor du gehst. Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Hm, die Uhr ist stehen geblieben. Ach, diese kleinen Gags von dem Pokémon. Das ist so schön. Diese kleinen fiesen Fiesigkeiten. So. Gut. Guck mal, ich dachte dir Döns noch an, oder beziehungsweise das Gedöns. Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben. Mal hingehen und dann gucken. Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkel. Oh, oder Schnörkel. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Ja, und vor allem nicht, wenn man hinten im Eck steht und nicht genau hingeht. So, Klappe. Ach, guck, was haben wir denn da? Eine Nische. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Wurstsalat. Oder null. Eins oder null. Gut. Zum Turm, zum Turm. Zum Turm. Oha. Oh, Nabeltier. Wie bescheuert. Na, gar nicht bescheuert. Voll süß. Nabeltier. Tonne mit Wasser. Wasser ist doch gut. Oder nicht? Müssen wir nicht eventuell... Wir haben doch einen Eimer. Den können wir bestimmt hier auffüllen, oder? So. Ganz schön tief und hell könnte am Kernreaktor da unten liegen. Ja, das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Okay. Ja, hier kann man tatsächlich so viel, glaube ich, ein nicht machen. Ein Kran mit Magnetkopf. Schick. Weil er hier nirgendwo hinkommt. Kagumi. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Dann hau mal rein. Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. Gut, okay.
So, na schön, na schön. Ja. Wir haben einen Stock. Was macht man mit einem Stock? Stockbrot natürlich. Wenn man kein Brot da hat, dann macht man vielleicht Zuckerwatte. Oh, wie lecker!